Herzlich willkommen zum letzten Video über Logarithmusfunktionen. Wie versprochen, werde ich hier die Rechenregeln begründen, die wir in einem vorigen Video gesehen haben über Logarithmen, und rufen wir sie uns nochmal in Erinnerung. Also, wir hatten die Regel aus mal wird plus, Logarithmus zur Basis a von x mal y ist das gleiche wie Logarithmus zur Basis a von x plus Logarithmus zur Basis a von y. Gut, ich hatte schon erwähnt im Video, wo es um diese Rechenregeln gegangen ist, dass sie sehr ähnlich ausschauen wie bekannte Rechenregeln über Exponentialfunktionen. Und genau diese werden wir verwenden und unsere Tools aus den vorigen Videos, um zu begründen, dass diese Gleichung hier stimmt. So, die erste Gleichung. Also, schauen wir uns die erste Zeile dieses Fensters an. Wir haben a hoch Logarithmus zur Basis a von x plus Logarithmus zur Basis a von y. Das ist bei der Rechenregel, also Rechenregel von Exponentialfunktionen. So, und im vorigen Video haben wir gesehen, dass a hoch der Logarithmus von a, also zur Basis a, sich aufhängt. Und es bleibt nur noch das Argument hier übrig. Und hier das Gleiche. Das heißt, hier steht dann einfach nur x mal y. Und wenn wir jetzt auf beiden Seiten den Logarithmus zur Basis a ziehen, dann hebt sich der hier wieder auf. Also ich schreibe es noch einmal kurz auf. Logarithmus zur Basis a von der ganzen linken Seite hier. Das wäre a hoch Logarithmus zur Basis a von x plus Logarithmus zur Basis a von y. So, das, weil sich das hier und das hier auflöst, steht dann einfach nur Logarithmus zur Basis a von x plus Logarithmus zur Basis a von y. So, und das Gleiche machen wir hier mit der rechten Seite. Somit ist das der Logarithmus zur Basis a von x mal y. Und wir haben unsere erste Rechenregel. Aus Logarithmus zur Basis a von x mal y wird der Logarithmus zur Basis a von x plus der Logarithmus zur Basis a von y. Somit haben wir unsere erste Rechenregel begründet. Schauen wir uns diese Situation auch für die zweite und dritte Rechenregel an. Also, nochmals hier auf die Zeile geschaut. A hoch Logarithmus zur Basis a von x minus Logarithmus zur Basis a von y ist wegen den Exponentialrechenregeln, so Rechenregel für Potenzen, a hoch Logarithmus zur Basis a von x dividiert durch a hoch Logarithmus zur Basis a von y. Und weil sich a und hoch log a aufheben, also a hoch log a von etwas ist dieses etwas, dieses Argument, ist das gleiche wie x durch y. Wenn wir jetzt so wie vorhin auf beiden Seiten den Logarithmus anwenden, bekommen wir, der Logarithmus zur Basis a von x durch y ist der Logarithmus zur Basis a von x minus dem Logarithmus zur Basis a von y. Gut, Rechenregel 3. Ich hoffe, du hast es geschafft, auf analoge Weise es zu begründen wie Rechenregel 1 und 2. Wir haben hier wieder die Aufhebung. A hoch Logarithmus von a hebt sich auf und es bleibt nur das Argument stehen. Das Argument ist x und um die Klammer herum steht noch hoch r, was übrig bleibt. Und wenn man jetzt auf dieser Seite und dieser Seite wieder den Logarithmus zur Basis a anwendet, bekommt man Logarithmus zur Basis a von x hoch r, ist gleich r mal der Logarithmus zur Basis a von x. Als Zusatz möchte ich dir noch zeigen, wie man diese Rechenregel begründet, wie man einen beliebigen Rhythmus durch gegebene Logarithmen in den Taschenrechner eingibt. Dazu braucht man nur mit der Definition und den Rechenregeln, die wir jetzt begründet haben, arbeiten. Also, wir schreiben uns noch einmal auf. X ist gleich der Logarithmus zur Basis a von b löst a hoch x ist gleich b. Gut, das heißt, wenn wir auf dieser Gleichung auf beiden Seiten einen Logarithmus anwenden, den wir schon können, zum Beispiel den ln, also ich beweise jetzt diese Gleichheit, ihr könnt dann noch die andere Gleichheit mit den lg beweisen, also mit dem 10er Logarithmus, aber das geht ganz analog von der Begründung her. So, ich wende an dieser Gleichung den Logarithmus den natürlichen Logarithmus an. Also, ln von a hoch x ist gleich ln von b. Ich habe auf beiden Seiten einfach nur den Logarithmus angewandt. Als nächstes nutze ich die Rechenregeln aus. Hier wissen wir, dass x können wir vor den Logarithmus schreiben.
Damit haben wir die gesuchte Variable auch schon isoliert. Und somit ergibt x gleich, wenn wir hier noch dividiert durch Logarithmus, natürlicher Logarithmus von a rechnen, bekommen wir ln von b dividiert durch ln von a. Also haben wir diese Rechenregel auch begründet. Okay.